Ja, willkommen im Lager. So, wir sind hier in Caldera und wollen jetzt den Hohen Rat besuchen. Stehen also quasi vor der. Okay, wie heißt das Gebäude? Die Hohe Halle. Das. Hat das irgendeinen Namen? Ich weiß es gerade nicht. Der Tempel des Hohen Rats. Auf jeden Fall sind hier so zwei Zeus-ähnliche Gestalten davor mit Speeren in der Hand. Ich weiß nicht, ob die irgendeine Bedeutung haben oder einfach nur cool aussehen sollen. So, und wir sehen auf jeden Fall jetzt auch aus wie ein richtiger Piraten-Captain, also zumindest meiner Meinung nach. Ich finde die Klamotten ziemlich cool. Diesen Mantel hatte ich bei meinem ersten Durchgang nicht an. Da hatte ich irgend so einen schwarzen oder sowas an, also so einen schwarzen Mantel. Und ja, diese Mütze hatte ich hier auch, also diesen Dreispitzhut. Die finde ich ganz cool, dadurch, dass er weiß ist, ein bisschen untypischer. Aber gut, Hose habe ich. Kann ich Hosen separat anziehen oder ja, habe ich? Ich habe diese weiße Hose angezogen, weil die meine Silberzunge erhöht. So, und dann gehe ich jetzt einfach mal rein. Halt! Nur Mitglieder des Hohen Rates und deren Bedienstete haben Zutritt. Und du bist keins von beiden. Also verschwinde! Okay. Also war die große Ankündigung etwas ungerechtfertigt. Ja, ich soll, glaube ich, für den Morigatu arbeiten irgendwie. Und ja gut, hier gibt es nichts weiteres. Dann versuche ich das jetzt mal irgendwie hinzukriegen. Verzeiht mir, ich kam nicht umhin mitzukriegen, dass ihr euch nach Garcia erkundigt habt. Was geht dich das an? Mich persönlich selbstverständlich gar nichts. Allerdings ist mein Herr daran interessiert. Wer ist dein Herr? Der Händler Azu. Er würde euch gerne zu einem Gespräch in sein Haus bitten. Ja, gerne. Na dann hopp. Sehr wohl. Folgt mir bitte. Okay, der geht jetzt halt auch wieder ein bisschen langsam. Warum schleichst du? Ja, warum schleicht der Typ vor mir so? Na gut, dann geh ich schon mal ein bisschen vor. Ich hoffe, das irritiert ihn nicht. So, Azuru war. Ich glaube, da hinten hat er in dem Haus gewohnt. Hier lebt Morigatu in dieser etwas bescheidenen Villa. Hey du, lass meine Arbeiter in Ruhe. Wer schleppt die Kisten, wenn sie sich zur Armee melden? Bleib ruhig, du hast doch noch einen. Na toll, jetzt geben hier schon die Piraten den Ton an. Fehlt nur noch, dass noch mehr von euch kommen. Ich bin noch nicht gut genug. Lass uns weitergehen. Ja, aber natürlich. Mein Herr erwartet euch oben. Die Treppe hinauf auf der linken Seite. Okay. Ha, er hat nicht gesehen, wie ich hier reingegangen bin. Das ist gut. Also habe ich wenigstens die Chance, diesen Raum hier zu plündern. Hier ist, glaube ich, nichts. Ich glaube, die Truhe. Doch, an die kommen wir ran. Also, das Bild hier finde ich ja nach wie vor genial. Also, wirklich diese Anspielung an die Kolonie. Ich merke sofort, wenn hier was fehlt. Gut, also, versuch gar nicht erst. Was willst du eigentlich hier? Unterbrochen. Die Kolonisierung der neuen Welt von Pizarro oder Kolumbus, irgendwie sowas. Ah, ihr seid da. Schön, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Du willst mit mir reden? Wie ich hörte, interessiert ihr euch für Garcia. Ach, der ist jetzt runtergekommen, weil ich hier erwischt wurde. Okay. Und wenn es so wäre? Nun, dann ist euch bestimmt bekannt, dass Maurigato ihm Zugang zum Hohen Rat verschafft hat. Und dass Garcia dort ein Friedensangebot unterbreitet hat. Was hast du damit zu schaffen? Garcia ist eure Angelegenheit. Mich interessiert nur Maurigato. Kommen wir zur Sache. Warum bin ich hier? Ich möchte euch ein geschäftliches Angebot unterbreiten. Ich höre. Ich kann euch behilflich sein, im Hohen Rat vorgelassen zu werden. Was zweifelsohne nötig sein wird, wenn ihr mehr über Garcia in Erfahrung bringen wollt. Im Gegenzug werdet ihr etwas für mich im Hohen Rat erledigen. Was genau soll ich erledigen? Maurigato ist nicht der Ehrenmann, für den er sich ausgibt. Seine Geschäftsmethoden sind fragwürdig und undurchsichtig. Doch er sitzt im Hohen Rat.
Ohne einen Beweis für seine Machenschaften kann ich nicht gegen ihn vorgehen. Wie kannst du mich in den Rat bringen? Die Einzelheiten werde ich euch offenbaren, wenn wir im Geschäft sind. Einverstanden. Wie komme ich in den Hohen Rat? Es freut mich, dass ihr meinem Wunsch entspricht. Da ihr nicht selbst ein Mitglied des Hohen Rates seid, werdet ihr als Gesandter dort auftreten. Als Bote von Maurigato wird man euch Einlass gewähren. Ich sehe nicht aus wie ein Bote. Die Wache hat Order, jeden einzulassen, der ein besiegeltes Schreiben vorweisen kann. Und ja, angemessene Kleidung wird vorteilhaft sein. Angemessene Kleidung? Sucht den Schneider Pantaleo auf und verlangt nach einem entsprechenden Rock. Er wird euch etwas anfertigen. Ein Botenrock, oder? Woher kriege ich ein besiegeltes Schreiben? Das ist der schwierigere Teil. Hierbei werden wir zusammenarbeiten. Ich setze euch ein entsprechendes Schreiben auf und ihr besorgt das Siegel von Maurigato. Ich soll es ihm klauen. Nun, wie ihr euch das Siegel beschafft, geht mich nichts an. Wobei es unabdingbar sein wird, die Grenzen der Legalität zu überschreiten. Aber als Pirat, der ihr seid, seid ihr das ja gewohnt. Wo hat er sein Siegel? Er bewahrt es in seinem Haus auf. Detailliertere Informationen sind mir nicht geläufig. Im Haus also? Sobald es in eurem Besitz ist, sucht mich auf. Dann besiegle ich das Schreiben und ihr steht schon mit einem Fuß im Hohen Rat. Ja, und im Gefängnis. Okay, machen wir aber einfach mal. So, hier war doch eben diese eine Frau. Ah. Die irgendein Problem hat. Hier versteht sie so komisch schief. Entschuldigt mich bitte. Okay, Venturo hängt fest. Ich hoffe, das ist kein Problem für ihn. Okay, jetzt hat die uns nicht bemerkt. Jetzt kann ich diese Kiste plündern. Sehen und Venturo geht es wieder gut. So, kann ich hier irgendwas klauen? Oh, da ist er drin. Nee, das wäre ein bisschen taktisch unklug. So, was haben wir denn hier so? Weitere Betten. Noch eine verschlossene Kiste. Die bringen aber jetzt auch nichts. Aber ich habe auch gar nicht so die Lust, jede Kiste jetzt hier zu plündern. Es erinnert mich jetzt vom Aufbau her so ein bisschen an Gomez Hütte quasi. Also dieses Haus der Erzbarone. Da kann man auch hier rechts und links hoch. Da sind die Schlafgemächer. Es müsste eigentlich nur hier zwischendurch so eine Art Brücke sein. Und hier ging es dann, stimmt, hier ging es ja auch beim Gomez in die Küche. Und hier in die Waffenkammer. Das ist jetzt hier nicht so. Und da vorne wäre dann auch noch ein Durchgang zu seinem Thron gewesen. Aber das ist hier jetzt natürlich nicht. Aber schon irgendwie interessant, dass es sehr ähnlich ist. Vielleicht war das aber auch einfach eine typische Bauart. Irgendwann in der Mittelalter-Renaissance-Historie. Ich weiß es nicht. So, Maurigato hat auf jeden Fall ein Siegel, mit dem wir durchgelassen werden können. Diese Tür ist zu. Ja gut, wo kriegen wir das denn jetzt her? Vielleicht nachts? Aber was sagt denn unser Questlog dazu? Bodenkleidung, ja. Und Azure dem Siegelring bringen. Ja gut, da weiß ich jetzt nicht, wo der Siegelring ist. Schwierig, ich weiß nicht. Kann ich in Taschen
diebstahlen oder... Ich habe keine Zeit für dich, Bursche. Geh! Okay. Das geht wohl nicht. Und was mit einem seiner Kollegen hier? Wenn es etwas gibt, das ich tun kann? Nee. Ich sehe dich. Steck ja nichts ein. Pokal. Schlüssel. Aha. Ach hier, keine Dummheit. Ja, der Schlüssel wäre schon hilfreich. Dann kann ich nämlich oben in dieses Haus rein. Okay, das hat er zum Glück nicht gesehen. Benimm dich hier. Ja, ja. Steck ja nichts ein. Jetzt ist er aber noch so misstrauisch, deswegen verlasse ich wieder das Haus und gehe dann nochmal rein. Diesmal gehe ich aber hoch und öffne einfach dann den Raum. So. Jetzt verfolgt er mich wenigstens nicht. Zack. Und ein weiterer Schlafraum. Beziehungsweise, nee, das ist glaube ich der Schlafraum vom Regatu. Siegelring, den haben wir jetzt. Sehr gut. Und noch eine Kiste, die wir nicht öffnen können. Was ist mit dem los? Achso, der guckt ein bisschen durch die Luft. Ey, schauen wir mal wirklich gerne diese Gemälde an. Also die unterstützen ja so die Atmosphäre ziemlich. Stellt ein bisschen das Kunstdenken der Epoche wieder. Okay, jetzt muss ich wieder zu diesem Kleider... Schneider. Zu dem muss ich gehen. Wie hieß der nochmal? Der hat, glaube ich, irgendwas. Also besser, du fasst hier nichts an. Ah, ne, Pantaleo. Ich brauche Botenkleidung. Ach so, ihr habt eine Anstellung gefunden. Nun, dann braucht ihr einen Rock. Also bei der Gelegenheit können wir auch über euer Schuhwerk reden. Nur den Rock. Ich habe noch einen in eurer Größe. Ein paar Änderungen hier und da und er wird passen. Ich nehme die Botenkleidung. Dann probiert sie doch gleich mal an. Aber natürlich. Das sieht wirklich ganz apart aus. Wer bist du, mein Modeberater? Ah ja, ich sehe schon. Es spannt etwas über der Brust. Ach, ihr seid kräftig gebaut. Das wird nicht lange dauern. So, das sollte gehen. Ja, dankeschön. Hm. Weiß ich wirklich mit dem Hut wirklich wie ein seriöser Bote? Oder wenn ich den ausziehe? Okay, der erhöht meine Silberzunge zwar ein bisschen so, aber ich laufe jetzt einfach mal so hier rein. Jetzt sehe ich nämlich nicht unbedingt aus wie ein Pirate, wie ein Pirat. Aber ich kann dann da reingelassen werden. So, ich habe den Siegelring. Ah, den brauche ich auch noch. Ich brauche noch einen Brief. Den muss ich zum Regatu bringen. Quatsch, zu Azuro. Und dann lässt er mich hoffentlich mit einem Brief durch. An der Tür. Ja, wo ist er? Ja, entferne dich. Ich merke sofort, wenn hier was fehlt. Also versuch ich gar hoffe, nicht, das du zu klauen. Weißt, hier, wie du dich ist in einem Siegel. Fremden Haus dann wollen zu verhalten wir, was hast. Was willst du eigentlich hier? Dieses Schreiben zeichnet euch als Maurigatos Boten aus. Sobald ihr drin seid, haltet ihr für mich Augen und Ohren offen. Ich brauche einen Beweis für Maurigatos dunkle Geschäfte. Bringt mir nach Möglichkeit etwas Schriftliches. Vielleicht lässt sich in seinem Büro etwas finden. Noch etwas Schriftliches? Okay. Ich dachte, der kommt jetzt damit schon klar. Oder habe ich das jetzt gerade ein bisschen falsch interpretiert? Der hat doch gerade noch gesagt. Ich versuche es jetzt einfach mal so. Ich habe den Botenbrief, den er jetzt kopiert hat. Oder? Oder nicht? Du schon wieder! Was soll der Aufzug? Ich bin ein Diener Maurigatos. Na schön. Und welches Anliegen hast du im Hohen Rat? Ich komme im Auftrag von Maurigato. Dann hast du ja bestimmt einen Passierschein dabei, nicht wahr?
In der Tat. Oh, tatsächlich. Dann will ich nichts gesagt haben. Los, rein mit dir. Ja. Ich bleibe lieber hier. Och, Mann. So, jetzt sind wir halt so quasi im Hauptsitz der Regierung sozusagen. Und die sind ja abrissen nicht mehr vom König abhängig, sondern der König starb ja in Gothic 3. Und ja, die haben ja quasi ihren eigenen politischen Rat gebildet, eine Art Demokratie. Puko, das ist auch einer von denen. Was machst du denn hier? Ich bin Puko. Die Bauern haben mich gewählt, sie im Hohen Rat zu vertreten. Ich bin der erste Bauer, der mitbestimmen darf. Den Hohen Rat gibt's ja noch nicht so lange. Mehr ist nicht zu holen. Wie ist der Hohe Rat entstanden? Nachdem die dunkle Welle über das Land kam und die Titanenlords die Macht an sich rissen, hatten die Protektoren das Kommando über Caldera. Dann kam Maurigato zu uns. Er meinte, wir sollten uns nicht damit zufrieden geben, unser Schicksal vom Militär bestimmen zu lassen. Auch die Bauern, Handwerker, Händler und Gelehrten sollten mitbestimmen können, welchen Kurs wir einschlagen. Schließlich sitzen wir alle in einem Boot. Jetzt dürfen also die Bauern mitbestimmen. Die Protektoren waren zuerst dagegen. Sie wollten nur die Stimmen der Händler und Gelehrten gelten lassen. Aber Maurigato hat sich für uns eingesetzt. Völlig zu Recht, wie ich finde. Bald werden wir alle in die neue Welt übersiedeln. Und wer wird dort die Felder bestellen? Wer die Häuser bauen? Ich finde, wir haben einen Sitz im Hohen Rat verdient. Ja gut, dem hätte man jetzt auch nicht so eine dumme Stimme geben müssen. Ich meine, dass er ein Bauer ist, verstehen wir ja auch. Und ja, es wirkt jetzt so ziemlich, als hätten die so einen richtigen Dummkopf reingewählt. Und was beschließt ihr so? Nun, zum einen haben wir die Vakulierung Calderas beschlossen. Die was? Na, dass wir alle hier weg müssen. Jetzt verhandeln wir sogar mit einem der Titanenlords. Das sind alles schrecklich wichtige Sachen, sag ich dir. Zum Glück kennt Maurigato sich in solchen Sachen gut aus. Sonst müssten wir uns auf das Urteil der Gelehrten und der Protektoren verlassen. Ja, eine wahre Leuchte. So, was sind denn diese drei Statuen hier? Drei alte Männer. Das, was zu bedeuten hat. Xardas, Pyroka und Saturas? Nein. So, das ist Custodio. Der sieht ja auch sehr nobel aus. Ja. Ich bin ein Bote von Maurigato. Nun, dann erledigt eure Arbeit und versucht dabei niemanden zu stören. Garcia war hier. Das ist durchaus richtig. Warum fragt ihr? Was hat er hier gemacht? Er kam als Parlamentär von Mara und überbrachte uns ein Angebot. Wir haben eine Ratssitzung einberufen und das Angebot gehört. Ach, jetzt weiß ich auch klar, ich soll hier im Rat in Morigatos Büro reingehen und etwas holen. Ja klar, jetzt gibt es ja wieder Sinn. Ihr dürft nicht darauf eingehen. Wir dürfen ein Angebot des Friedens nicht unüberlegt ausschlagen. Hat Garcia noch was anderes getan, als er hier war? Maurigato gewährte ihm Zugang zum Archiv. Was wollte er dort? Cassandra wird es wissen. Sie hat sich mit ihm unterhalten. Wo ist das Büro von Maurigato? Die kleine Treppe hinauf gegenüber von der Schreibstube. Ich muss auch ins Archiv. Der Zutritt ist nur den Mitgliedern des Hohen Rates gewährt. Und Garcia? Garcia kam als Gast von Maurigato. Sobald ein Mitglied des Rates für euch bürgt, wird euch der Zugang gewährt. Bürg du für mich. Dazu sehe ich keinen Grund. Na gut. So, dann gehe ich gleich mal einfach in diese große Halle. Ah, Fechtschwert, das klaue ich mir einfach mal. Brauche ich zwar nicht, aber mache ich einfach. So, bevor ich nämlich in die Seitengänge gehe, weil ich glaube, die führen nämlich irgendwie nach oben, schaue ich mir einfach mal diesen Hauptraum an, wo wahrscheinlich der ganze Rat sitzt, oder? Nee, das ist einfach nur der Ratsraum. Vielleicht besprechen die sich aber trotzdem hier. Ich dachte, das wäre so eine Art Thronsaal, aber das ist es scheinbar nicht.
Gibt's aber auch nichts, oder? Eine verschlossene Tür. Ja, die kann ich jetzt leider nicht plündern. Aber hier sieht man auch überall das Wappen der Inquisition. Kennt man ja auch schon aus Teil 1. Aber ich gehe erstmal durch die ersten Tore, die ich hier so finde. Obwohl, das eine führt nach oben. Schade, eigentlich wäre sowas ziemlich cool. So eine Art Thronsaal. Und wenn man da so ein bisschen... Ah, okay, da ist jemand, mit dem ich reden kann. Ich glaube, bei der ist gut, wenn man viel auf Silberzunge hat. Soweit ich mich recht erinnere. Aber so eine Situation fände ich eigentlich mal cool, wenn man wirklich sich im Thronsaal rechtfertigen muss und so eine Art Gerichtsprozess überstehen und sich verteidigen. Das wäre eigentlich auch mal ein ganz cooles Element. Die Protokolle der letzten Sitzung. Ja, bitte? Was ist deine Aufgabe? Beschäftigt sein. Ich bin die Archivarin. Zu meinen Aufgaben gehören Protokolle, Buchhaltung und Katalogisierung. Nicht gerade spannend, nicht wahr? Dafür bin ich nicht gut genug. Das dachte ich mir doch. Das ist bestimmt eine anstrengende Arbeit. Über mangelnde Beschäftigung kann ich mich nicht beklagen. Garcia hat mit dir gesprochen? Ja, Garcia. Er sucht etwas im Archiv. Archiv, Anschreiben, Abmahnungen. Entschuldigt bitte, ich bin beschäftigt. Ich muss wissen... Na schön, da ihr hier keine Ruhe gebt. Helft mir bei einer kleinen Aufgabe, dann habe ich Zeit für euch. Oh, jetzt muss ich wieder rechnen, oder? Wie kann ich helfen? Dann passt gut auf. In 5 Regalen lagern insgesamt 250 Bücher und 1000 Schriftrollen. Wobei ich einen Platz entweder mit einem Buch oder 2 Schriftrollen füllen kann. Ich muss noch 420 Schriftrollen und 75 Bücher unterbringen. Könnt ihr mir gerade sagen, wie viele Regale und Plätze ich dafür brauche? Also da muss ich jetzt gerade sagen, ich konnte mir die ganzen Zahlen gar nicht merken, das war das Problem. Also die Aufgabe könnte ich bestimmt lösen. Oh, du brauchst ganz dringend eine Fackel. Ich könnte jetzt irgendwas ins Blaue raten, aber da ich mir gerade die Zahlen überhaupt nicht merken konnte. Du brauchst ganz dringend eine Fackel. Ihr bringt mich nur durcheinander. Also sagt, was ihr wollt, damit ich weiterarbeiten kann. Schade. Wonach hat Garcia gesucht? Das weiß ich nicht. Wenn ihr Informationen braucht, seht doch im Büro von Morrigato nach. Und wenn ich keinen Schlüssel für sein Büro habe? Nun, wenn es dringend ist, ich besitze Nachschlüssel für alle Türen. Den für Morrigatos Büro kann ich euch überlassen. Gegen eine geringe Gebühr, versteht sich. Gib mir den Schlüssel. Ja, natürlich. Okay, also diese Matheaufgabe, also das... Mathe ist ja nie so meins gewesen. Ich war dann doch eher der Typ für die etwas künstlerischeren Fächer. So, jetzt bin ich hier oben wieder. Okay, Morrigatos Büro war, glaube ich, der Raum hier, oder? Ja. So, und da kann ich jetzt ganz schön hier die Truhe nicht öffnen. Sieh an, persönliche Aufzeichnungen von Morrigato. Wollen wir doch mal schauen. Garcia ist auf dem Weg hierher. Er braucht Koordinaten. Dasselbe Ziel, das auch Corrientes ansteuert. Mara hat für alles gesorgt. Damit er Zugang erhält, werde ich ihn dem Rat vorstellen. Er wird ein Angebot von Mara überbringen. Egal wie der Rat darauf reagiert, ich bringe Garcia danach ins Archiv. Dort wird er schon finden, was er sucht, und ich werde meinen Lohn bekommen. Na also, ich werde die Seite rausreißen und mitnehmen. Jo. Mache ich einfach so. So, und dann weiß ich, dass hier Meister Godwin... Nee, nicht Godwin. Nein. Doch Godwin, oder? So hieß doch der Schusswaffenexperte. Aha, eine Kiste. Okay, muss man jetzt ein bisschen überlegen. Okay. Der
nämlich hier irgendwo. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem Godin, nicht Godwin. Verhalten hast. Gut, war ich ja nah dran. Ich dachte schon, wäre doch dann irgendwas mit O oder so. Aber nee, war doch was mit G. Hat man dir noch nicht gesagt, dass ich nicht gestört werden will? Hat man nicht. Ich sehe schon, du bist neu hier. Ich bin Godin, Vertreter der Handwerker im Hohen Rat. Zurzeit beschäftige ich mich mit der Entwicklung neuer Waffen für die Inquisition. Das ist sehr gut, den mag ich nämlich, weil ich ja großer Schusswaffen-Fan hier in Risen bin. Du bist Mitglied des Hohen Rates? Ja, aber in erster Linie kümmere ich mich um meine Erfindungen. Da bleibt nicht mehr viel Zeit für Politik. Aber Maurigato unterstützt mich. Vor jeder Ratssitzung haben wir eine kurze Besprechung, in der er die wichtigen Dinge für mich zusammenfasst. Mit meinen Fähigkeiten als Erfinder kann ich der Inquisition viel nützlicher sein. Du entwickelst Waffen? Feuerwaffen, um genau zu sein. Noch vor weniger als einem Jahr gab es nur sperrige Kanonen. Heute ist jeder Soldat mit einer tragbaren Feuerwaffe ausgerüstet. Das war meine Idee. Du hast die Feuerwaffen erfunden? Ganz genau. Zurzeit beschäftige ich mich mit der Konstruktion von doppelläufigen Waffen. Kannst du mir was beibringen? Wenn du dich gut genug mit Feuerwaffen auskennst. Wie kann ich meine Feuerwaffen verbessern? Was willst du denn wissen? Ja, unbedingt. Ich bin noch nicht gut genug. Okay, aber den soll ich mir warm halten, den Typen. Kleinen Meister mit der Muskete werden. Ja, ich bin aber echt nicht gut genug. So gut bin ich auch nicht. Du bist ja nicht mal auf 8. Kannst du mir zeigen, wie man Feuerwaffen baut? Grundvoraussetzung ist eine gut ausgestattete Werkbank. Dort findest du alle Werkzeuge und Utensilien für den Bau und die Reparatur von Flinten und Pistolen. Aber du brauchst noch einen Bauplan. Für jede Waffe ihren eigenen. Dort findest du alle Rohstoffe und Arbeitsabläufe aufgelistet. Was dir dann noch fehlt, ist die nötige Ruhe und Fingerspitzengefühl. Mhm. Pistole verbessern, das will ich nicht. Kannst du mich ins Archiv bringen? Ich habe mit dem Schreibkram nichts zu tun. Darum kümmert sich Maurigato. Frag besser eins der anderen Ratsmitglieder. Okay. Ein Rezept habe ich jetzt nicht für die Schusswaffen. Feuerwaffen, ach so, das habe ich auf 7, okay. Und ich sollte mal wieder ein paar Muscheln öffnen. Das muss man ja immer mal wieder machen in Risen. Nichts zu holen. Nichts. Geht ja doch. Wow. Hier gibt's nichts zu holen. Eine Perle habe ich gekriegt. Na gut, nicht sonderlich lukrativ. Aber das sollte erstmal auch reichen. So, was mit dem? Na, 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 wo wollen wir denn hin? Hm? Ich muss ins Archiv. Na klar, das müssen viele Leute in letzter Zeit. Aber weißt du überhaupt, was das für ein Archiv ist? Ein gut sortiertes, nehme ich an. Hier lagert das gesammelte Wissen der Inquisition. Alles, was wir aus dem Reich retten konnten. Dann ist es bestimmt gut, dass du darauf aufpasst. Und ohne Genehmigung eines Ratsmitgliedes lasse ich niemanden rein. Ich habe hier 100 Genehmigungen. Willst du mich bestechen? Tja, das kannst du sehen, wie du willst. Dann ist das wohl versuchte Bestechung eines Protektors. Im Archiv gibt's Bücher darüber. Dicke Bücher. Heißt das, du willst mein Gold nicht? Ich habe ein paar der Bücher gelesen. Wenn das rauskommt, werden sie schlimme Dinge mit mir anstellen. Wirklich schlimme Dinge. Okay, ich glaube, den muss ich nämlich wirklich irgendwie körperlich überzeugen. Jetzt ziehe ich nämlich meine Rüstung ein bisschen mehr an. Ja. Lass mich rein, oder ich hau dir aufs Maul. Nur zu, du darfst auch gern den ersten Schlag machen. Da bist du an den Falschen geraten. Gerne. So. Jetzt hat er kein Problem damit, dass ich hier weitergehe. Denn meine Mission ist echt wichtiger als einfach so eine blöde Türwache. Die Schrift ist kaum noch zu entziffern. Das
das ist schade. Was haben wir denn hier? Piratendolch. Von Meister Godin. Nicht uninteressant. Stimmt, hier waren, glaube ich, auch mal wirklich interessante Sachen noch. Ein bisschen über die Hintergrundgeschichte, für die ich mich immer so interessiere. Ich glaube, ich irgendwas noch über die Magier. Oh, Schmerztöter. Ja, ha, völlig veraltet. Oder das war einfach nur das, was ich noch in Erinnerung hatte. Bloody Mary? Bauplan. Ich habe irgendeinen Bauplan gefunden. Ich weiß nicht wofür. So, da steht was. Corrientes sucht den Feuertempel. Mitten im Dschungel. Ah, da gibt es eine Bucht. Die Bucht von Maracay. Aha, Koordinaten. Na, warte, Garcia. Ich komme zu dir. Okay, jetzt habe ich schon mal ein weiteres Ziel. Die Bucht von Maracay. Kenne ich schon. Achso, da war das Buch von Godin. So, wo habe ich denn jetzt meinen Bauplan? Ich habe hier doch irgendeinen Bauplan für eine Seelenkette. Okay, die ist mir jetzt total egal. Und noch ein Bauplan, und zwar für einen Rapier. Naja, gut. Ach, ich kann ihn auch liegen lassen. Sehr witzig. Oh, schon gut. Geh einfach weiter. Gut, dass wir das geklärt haben. So, was sonst? Ach ja, doch nichts. Moment! Was auch immer es ist, es muss warten. Noch irgendwo hier hoch? Ne, da war dieses Archiv, glaube ich. Oder, Quatsch, nicht das Archiv, sondern hier die Cassandra. Und hier war nur dieser Raum. Nichts weiteres. Na gut. Und dann können wir ja wieder raus. Jetzt haben wir ja ein Ziel. So, folgt ihr mir jetzt wieder? Bin wieder dabei. Ja, das tut er. So, okay. Muss ich jetzt mit irgendjemandem reden bestimmt, oder? Also bevor ich jetzt wieder... Garcia ist Corrientes zum Feuertempel gefolgt. Okay, ich rede nochmal kurz mit Arturo, dem Händler. Und ich ziehe wieder meine normalen Klamotten an. Das kann ja auch nicht angehen, dass ich so rumlaufe. Okay, Beine und Füße sind alles wieder normalisiert. Okay. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was ich bei Arturo verpasst habe. Und? Wart ihr erfolgreich? Unser Plan hat funktioniert. Ich habe Zugang zum Hohen Rat. Habt ihr einen Beweis gefunden? Ich habe hier etwas gefunden. Ausgezeichnet. Dann sind wir jetzt quitt. Ich bin neugierig. Wie geht's weiter? Nun, ich werde dieses Schreiben dem Hohen Rat vorlegen. Es wird eine Untersuchung geben. Und Maurigato wird große Schwierigkeiten bekommen. Und du willst seinen Platz im Hohen Rat einnehmen? Wenn man mich fragt, werde ich bereit sein. Habe ich mir nicht eine Belohnung verdient? Sollte es nicht Lohn genug sein, dass ihr mit meiner Hilfe im Hohen Rat vorgelassen wurdet? Wie dem auch sei. Ich denke, ich kann mich euch gegenüber großzügig zeigen. Ja, dankeschön. So, dann kann ich jetzt auch hier wegsegeln wieder. Und habe, denke ich mal, meine Angelegenheiten in Caldera abgeschlossen. Ich hätte jetzt gedacht, es geht noch ein bisschen länger hier, aber scheinbar war das jetzt wirklich nicht so viel hier. Und dann mache ich mich mal auf Richtung Maracay-Bucht. Obwohl ich vielleicht noch dem Carlos
Bescheid geben sollte, was das nächste Ziel ist, was Mara vorhat, beziehungsweise wo Garcia hin will oder ist. Ich weiß jetzt, wo Garcia steckt. Er ist Corrientes zur Bucht von Maracay gefolgt. Dann darfst du keine Zeit verschwenden. Schnapp dir den Mistkerl, bevor er Corrientes in den Rücken fällt. Ja, das mache ich auch. Munition sollte ich auch mal kaufen. Obwohl ich eigentlich noch eine Menge habe. Ja gut, das, ich denke mal auf... Ja, nicht, ist ja keine Insel. Bei der Maracay-Bucht, da werde ich dann etwas mehr Munition kaufen können. Ne, in der Maracay-Bucht nennt man das ja dann. Auch wenn ich an Land bin, man ist ja per Grammatik dann auch in der Bucht. So. Dann mal auf. Ich weiß jetzt, wo Garcia steckt. Wo? Er ist Corrientes zur Bucht von Maracay gefolgt. Also da treibt sich der Schweinehund rum. Wir können jederzeit dorthin segeln. Das Schiff ist bereit. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Ja, aber da ist jetzt die Frage. Will ich jetzt wirklich schon zur Maracay-Bucht? Oder, ich meine, hier auf dem Weg liegt ja Antigua. Und auf Antigua finden wir ja auch Slane, der ja auch Bescheid weiß, wo ein weiteres Artefakt ist, was wir brauchen. Ja, komm, erstmal nach Antigua. Liegt auf dem Weg. Und da ist auch der Sitz der Piraten, also der Admiral müsste da auch noch sein. Ich weiß nicht, ob der schon erwähnt wurde. Okay, diese Sequenzen müssen wir uns eigentlich auch nicht angucken. Sei denn, wir erreichen ein neues Ziel. Da kann man sich das eigentlich angucken. Also das kann man sonst überspringen. Aber ich finde es immer ganz interessant, wenn man hier jetzt gerade zu einem Ort gelangt, wo man vorher noch nie war. Und ja, Antigua ist auf jeden Fall so einer. Und das ist so wirklich so der piratigste Ort überhaupt. Im Sinne von einem Hafen und... überall Piratentavernen. Beziehungsweise das, ja, diese ganzen Piratenmentalität hat hier großen Einzug gefunden. So, ich nehme aber wieder Venturo mit, denn Venturo. Komm mit. Hat das gemacht. So. Gut, dann nehme ich dich mit. Es ist nachts und es kommt wieder dieses wunderschöne Musikstück. Hey du, sag mal, ist das dein Schiff? Klar ist das mein Schiff. Wer will das wissen? Ich. Mein Name ist Rick. Ich bin hier der Lagermeister. Ich verwalte die Waren und lasse die Schiffe be- und entladen. Bewundernswert, wenn jemand wie du, der so jung ist, sein eigenes Schiff befehligt. Ich wünschte, ich könnte das auch. Das Schiff da drüben. Gehört das Captain Slane? Ja, natürlich, Sir. Er ist aber zurzeit im Haus der Kapitäne bei Admiral Alvarez. Du bist ganz schön jung für einen Lagermeister. Hey, ich kann gut mit Verantwortung umgehen. Irgendwann werde ich meine eigene Crew und mein eigenes Schiff haben. Und dann werde ich ein gefürchteter Pirat sein und frei über die Meere segeln. So, so. Haus der Kapitäne? Geh einfach an der Taverne vorbei, geradeaus durch die Gasse. Es ist das höchste Gebäude der Stadt. Du kannst es nicht verfehlen. Der Admiral. Seltsamer Titel für einen Piraten. Den haben sie ihm gegeben, weil er schon so lange dabei ist, glaube ich. Ihm gehört sozusagen die Stadt. Er sorgt dafür, dass die Waren nach Antigua kommen. Die meiste Zeit hält er sich im Haus der Kapitäne auf. Wie sieht's mit Schiffsausrüstung aus? Nun ja, das Lagerhaus ist voll. Wir haben Kanonenpulverfässer, Holz und Nägel, Werkzeugkisten. Gut. Ich hab's verstanden. Ich brauche Pulverfässer. Tja, und da ist das Problem. Im Moment kann ich dir leider nichts verkaufen. Willst du mich verarschen? Erst zählst du mir deinen ganzen Krempel auf und dann... Tut mir leid, der Admiral hat den Handel verboten, solange Slane in der Stadt ist. Er will nicht, dass irgendwas auf Captain Slanes Schiff geliefert wird.
Komm schon, ein paar kleine Pulverfässchen. Nein, das kann ich nicht machen. Der Admiral dreht mir den Hals um, wenn ich seinen Befehl missachte. Ich will meinen Job nicht verlieren. Du hängst an deiner Arbeit hier, was? Ich hab nichts anderes. Natürlich würde ich viel lieber auf eigenen Füßen stehen und unabhängig sein. Zu deiner Unabhängigkeit fehlt dir wohl das Kleingeld, ha? Huh? Jetzt, wo du es sagst, auf Antigua sollen mehrere Schätze vergraben sein. Wenn ich einen davon finden würde, könnte ich mir meine Träume erfüllen. Naja, Schätze sind immer gut. Ich schau mal, ob es hier was zu holen gibt. Echt? Das wäre fantastisch. Ich werde mich revanchieren. Wir haben einen Deal. Moment mal, wer sagte hier was von einem Deal? Ich sagte, ich schau mal. Oh, dann bist du also einer dieser Piraten, der nicht nach dem Kodex lebt. Ich lass mir einfach ungern was aufs Auge drücken. Schon gut, du kannst natürlich machen, was du für richtig hältst. Aber wenn du was findest, kannst du ja trotzdem an mich denken. Falls du mich suchst, ich bin am Lagerhaus. Okay. Ich glaube, nachts ist es eigentlich ganz... ganz entspannte Atmosphäre hier. Aber man sieht da halt nicht so viel. Deswegen frage ich mich, ob ich jetzt erstmal ein bisschen schlafen sollte. Ja komm, ich schlafe jetzt wirklich ein bisschen. Denn ich habe ja die ganze Nacht hier schon mein Schiff gesteuert. Und erhole mich jetzt erstmal ein bisschen. Wo war das Bett jetzt? Nee, hier unten nicht. Ich muss, glaube ich, hoch, wirklich. Da, wo die Patty nämlich ist. Na gut, jetzt regnet's. Aber ich habe ja kein Problem mit Regen. Ich find's ja ganz witzig. Ich habe ja vor kurzem angefangen, Stranded Deep zu spielen. Und da behauptet YouTube, ich würde Fremdinhalte verwenden in Bezug auf die Tonspur. Und da habe ich jetzt mal ein bisschen nachgeguckt, was sie da angegeben haben als Fremdinhalt. Und es ist tatsächlich der Regen. Es ist der fucking Regen bei Stranded Deep, der Urheberrechte verletzt. Also, bekloppt. Ich dachte mal, Regen wäre frei von Copyright. Wenn du was trinken willst, geh rein. Wenn nicht, hau ab. Ja, das ist ein gutes Konzept. Bist du hier der Rausschmeißer? Ei. Schon mal Probleme mit betrunkenen Seeräubern gehabt? Ei. Okay, der ist nicht sehr gesprächig. Das heißt, der Dialog zieht sich jetzt ein bisschen. Unter welchen Umständen schmeißt du denn jemanden raus? Wenn er nervt. Ah, verstehe. Du kannst mir doch sicher ein paar Tricks zeigen. Ei, wenn du zahlst. Zeig mir ein paar Tricks. Was hat er denn dann Tricks? Lass mal hören. Nur Härte und sowas, ne? Mhm. Ich glaube, Härte 1... Nee, ich möchte diesen Tritt wirklich nicht lernen. Der bringt mir halt echt nichts, weil ich kann diese Krabben auch im Fernkampf töten. Gut, aber ich gehe einfach mal hier rein. Hast du von den Versunkenen gehört? Mara soll sie aus den Leichen über Bord ge... Hey, ho! Was? Ach so. Hey, ho, Captain! Und? Schmeckt der Rum? Der Rum ist gut. Spencers Zeug ist das Beste, was du für Gold kriegen kannst. Du bist Seemann? Jep, Steuermann. Damals habe ich die dicksten Schaluppen gefahren. Lange ist her. Du hast nicht zufällig Verwendung für einen Steuermann? Ich? Nein. Ich habe schon einen. Ah ja. Und? Ist er gut? Ich denke, sie macht ihren Job ganz gut. Wow, das ist ja ein Ding. Weiß sie, wie du über sie denkst? Sie? Eine Frau? Beim Donnerhagel. Jetzt stehlen auch schon die Weiber meine Heuer. Willst du nicht lieber einen anständigen Kerl deinen Kahn lenken lassen? Ich bin ein guter Steuermann. Ich würde dich nicht enttäuschen. Lass gut sein. Ich möchte meinen Steuermann lieber behalten. Na schön. Wie auch immer. Ich könnte wieder Wind um die Nase vertragen. Mara soll sie aus den Leichen über Bord. Vor allem ist meine Steuerfrau, muss man ja in dem Fall eher sagen. So ein Mist. Die ist das eher ist nüchtern als der Typ hier. Das hat zwar auch das Saufverhalten von ihrem Vater geerbt, aber... Frag Bill, er ist den Biestern schon wieder. Die ist mehr Verlass als Spencer. Wenn Mara hier aufkreuzen würde, bekäme sie erstmal was aufs Maul. Harvey, sag das nicht so laut. Den kann ich auch mal reden. Na, gerade von der ersten Kaperfahrt gekommen oder hast du noch gar keine gemacht?
Doch. Und ich habe viel Gold und Frauen erbeutet, die in meiner Kajüte auf mich warten. Echt jetzt? Ja, klar. Oh, na dann. Mein Captain war nämlich schon auf vielen glorreichen Kaperfahrten. Und das, obwohl er noch so jung ist. Er ist gerissen und klug und für uns fällt auch mal was ab. Dir ist der Ruhm wohl zu Kopf gestiegen, was? Ich bin noch nicht gut genug. Ah, das würde ich eigentlich gern fragen. Du bist ja, klingst ja ganz schön verliebt in deinen Captain. Es fällt was von seiner Klugheit auf euch ab? Nein, von Captain Slanes Beute, Mann. Ach so, hätte mich auch gewundert. Ja, ja, mach dich nur lustig. Ich freue mich schon auf unsere nächste Reise. Dann werden wir Reichtümer anhäufen und uns jeder einen Namen machen. So, so. Warum hat dich Slane in seiner Crew aufgenommen? Ich war früher einer der besten Diebe. Es ist mir gelungen, einem Händler einen besonderen Edelstein zu stehlen. Slane wollte ihn haben und wir haben dann einen Deal gemacht. Du hast ihm den Stein gegeben und dafür darfst du für ihn arbeiten. So ist es. Hört sich nach einem guten Deal an. Nicht wahr? Was ist denn das Wertvollste, das Slane je erbeutet hat? Das weißt du nicht? Den Blutopferdolch, natürlich. Ja, den wollen wir ja auch haben. Und wo befindet sich der Dolch jetzt? Er hat ihn natürlich versteckt. Aber wo, sage ich dir nicht? Vergiss es. Der Kerl weiß nix. Und selbst wenn, würde er nichts sagen. Ich bin ja nicht blöd. Hast du den Dolch schon mal gesehen? Was spielt das für eine Rolle? Du stellst mir zu viele Fragen. Stell dich bei Alvarez an, wenn du den Dolch willst. Was hat Alvarez mit dem Dolch zu schaffen? Er und Slane haben einen alten Deal. Alvarez hat uns mal ausgerüstet und wollte als Gegenleistung den Dolch. Alvarez pocht jetzt auf seinen Deal und glaubt einfach nicht, dass der Dolch nicht hier ist. Und, ist er hier? Nein, Mann, sonst würde Slane ihn doch rausrücken, oder? Ich frag ja nur. Diebeskunst 95. Sag das nicht so laut. Die können froh sein, wenn sie hab ich nicht. Ich komm mit Spencer. Ah, der neue Kapitän besucht den Hexenkessel. Die berüchtigste Bar in der Südsee. Das erste Getränk geht aufs Haus. Was kann ich dir anbieten? Ja, ich will eigentlich gar nichts davon. Ich würde lieber nüchtern bleiben. Ich weiß auch gar nicht, was jetzt das Härteste und was das Eichteste ist. Ich kenne mich mit Alkohol null aus. Ich würde jetzt schon das Harmloseste nehmen. Ich sage jetzt einen Grog, bitte. Einen Grog, bitte. Den letzten Grog habe ich gestern an den Säufer Miles verkauft. Ich bin untröstlich. Gib mir einen Rum. Rum ist vielleicht gerade ein bisschen teuer. Okay, nimm ein anderes Getränk. Egal, was ich nehme. Wie wär's mit einem Schnaps? Tut mir leid, Schnaps ist geradeaus. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Nein, nein. Es ist nur so, seitdem diese Ungeheuer die Meere unsicher machen, kriege ich kaum noch Lieferungen. Ich hatte gehofft, du bestellst ein Bier. Hier hast du eins. Was ist denn so los hier? Hier tanzt der Bär. Siehst du das nicht? Geht so. Normalerweise ist die Bude rappelvoll. Aber es kommt ja kaum einer hier an. Und das alles nur, weil mir diese miesen Kraken- und Wasserleichenmonster das Geschäft vermiesen. Aber solange ich keine Selbstgespräche führe, lasse ich den Kopf nicht hängen. Nicht wahr, alter Junge? Du hast die Leute noch immer bei Laune gehalten. Ja, schon klar. Wie bitte? Hast du was gesagt? Ah ja. Du bist ein kleiner Witzbold, ha? Huh? Du magst Witze. Willst du einen hören? Ich kenne sogar einen Piratenwitz. Jetzt, wo wir gerade ein Piratenspiel spielen. Herr Ober, ich hätte gern eine Piratenpizza. Aber bitte ohne Kapern. Na gut. Also, kommt ein Pferd in eine Bar, sagt der Barkeeper, warum so ein langes Gesicht? Weil ich meinen besser. Gut, wa? Schon mal was von Mara gehört? Oh, du kennst sie auch. Ich hatte die Alte mal eine Zeit lang zum Putzen eingestellt. Aber da hatte hier keiner mehr was zu lachen, sag ich dir. Eigentlich meinte ich das Seeungeheuer. Ja, eine Meerjungfrau war sie wahrhaftig nicht. Ach, vergiss es. Woher bekommst du deinen Rum? Das ist ein Geheimnis. Tatsächlich. Ja,
Es gibt eine Bergquelle in der Nähe, die reinen Alkohol spendet. Aber sie droht auszutrocknen. Fängst du schon wieder an? Schon gut, guck nicht so ernst. Ich handel normalerweise mit Buß auf Takarigua. Aber es gibt nicht mehr so viele Schiffe, die zwischen den Inseln umherfahren. Daher ist er mir noch die letzte Lieferung schuldig. Aber Moment! Du hast schließlich ein eigenes Schiff. Ich sag dir was. Wenn du mir den Rum besorgst, gebe ich dir 1000 Gold. Na? Ich besorg dir den Rum aus Takarigua. Sehr gut. Sag Buß, dass ich dich geschickt habe. Dann wird er dir die Lieferung geben. Zeig mir, was du anzubieten hast. Ja, das leider nur so Zeug. Kannst du mir was beibringen? Natürlich. Sag mir einfach Bescheid, wenn ich dir was zeigen soll. Bring mir was bei. Was willst du denn? Härte und sowas bestimmt, oder? Ja. Wirkung von Schmerztöter, Leute einschüchtern. Ja, diese Wirte sind irgendwie immer so Härtelehrer. Solltest du aber. So, und diese Quasselschrippen ignoriere ich einfach mal und schleiche mich einfach mal hoch. Ja, groß ist die Macht. Weil ich glaube, die mögen das nicht so ganz, wenn ich hier oben ein bisschen rumwusel. Im Becher ersaufen mehr Leute als im Meer. Okay, die Tür ist zu. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Ich bin frei, Beuter und Wilf. Okay, hat gerade sogar beim Schlösserknacken geregnet. Das habe ich auch noch nie gesehen. So, ja, leg dich mal besser schlafen. Hier mir schön die Bude ausräumen. Hallo, schöner Mann. Kann ich etwas für dich tun? Ja, vielleicht. Lass hören. Dich wieder hinlegen. Aber wo kann ich in Antigua Vorräte kaufen? Eigentlich hat Admiral Alvarez befohlen, den Handel einzustellen. Eigentlich? Nun, jemand wie du findet bestimmt einen Weg, trotzdem an die Sachen heranzukommen. Auf Antigua bekommt man fast alles, was das Herz begehrt. So, und das sollen wir dir glauben? Kommt darauf an, was du haben willst. Was machst du den ganzen Tag? Ich halte die Jungs bei Laune, die vom Rum allein nicht glücklich werden. Und ich habe eine Menge Spaß dabei. Tatsächlich? Ja, schließlich kann ich auch mal mit den Jungs tanzen, saufen und feiern. Kannst du mir was beibringen? Ich könnte dir zeigen, wie du Leute um den Finger wickelst. Wo gibt's hier was zu holen? Diese Information bekommst du nicht umsonst. 50 Gold und ich sag dir, was ich weiß. Dafür bin ich nicht gut genug. Sag mir, wo es was zu holen gibt. Ich habe gehört, dass Admiral Alvarez eine Schatzkarte gefunden haben soll. Die ist vielleicht noch im Haus der Kapitäne. Daneben sind der Friedhof und der alte Blutschwurplatz. Dort könntest du dich auch mal umsehen. Danke für die Tipps. Gerne, Schätzchen. Wegen der Händler. Bei wem kriegt man hier Waffen? Bei Donovan, unserem Büchsenmacher, bekommst du die besten Pistolen der südlichen Inseln. Wilson hingegen ist ein Schmied. Er verkauft Stahlwaren und schwere Geschütze. Woher bekomme ich Proviant? Größere Mengen bekommst du im Hinterland von Antigua. Frag lieber Bill. Er kennt sich dort besser aus. Du findest ihn am hinteren Stadtausgang. Zeig mir, wie ich überzeugender werde. An was hast du gedacht? Das kann ich auf jeden Fall kaufen. Ich weiß nicht, ob das Gold da so mitmacht. Hast du für den Anfang ein paar Tipps für mich? Ach herrje, ich soll dir beibringen, wie du jemanden überredest? Normalerweise ziehe ich mir einen heißen Fummel an und mache demjenigen große Augen. Das können wir bei dir ja wohl vergessen. Einen Tipp wirst du für mich doch wohl haben. Na gut, also das Wichtigste ist, dass dein Gegenüber dir vertraut. Sobald er Angst hat, kannst du es vergessen. Werd's mir merken.
Ich habe nicht genug Gold. Okay, hier versagt jetzt mein Geldbeutel ein bisschen. Und ich erinnere mich noch, dass auf Antigua hier auf jeden Fall diese berüchtigte Stelle ist für mich. Die macht mir jetzt ein bisschen Sorgen auf der PC-Fassung, weil ich muss da einen Schießwettbewerb gewinnen auf diesem Blutspurplatz. Und ich habe ja jetzt gemerkt, wie schwer das Zielen bei diesem Schießtraining allein schon war. Auf der Xbox haben sie das ein bisschen langsamer gemacht, weil da kann man halt nicht so gut zielen. Verlasse dich auf jemanden. Das war ja allein schon beim Schießtraining so übelst schwer irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich das hier schaffe. Also ich hoffe natürlich schon, weil es essentiell ist, dass ich das schaffe. Sei doch froh, dass du auf Antigua bist. Ja, hoffe ich mal, dass ich damit keine Probleme habe. Es gibt kaum ein Schiff, das es in den Hafen schafft. Und okay, da komme ich nicht hoch. Sei doch froh, dass du auf Antigua bist. Gut, okay, dann mache ich den nächsten Mal weiter. Und mal schauen, ob ich da komplett Antigua schaffe. Die Insel ist ja auch schon... Ich weiß nicht, habe ich eine Karte? Nein, habe ich nicht. Die ist zwar nicht so groß, aber hier gibt es auch schon einiges zu entdecken. Ich erinnere mich da so an ein paar Sachen. Und da freue ich mich schon drauf. Ja, passt auf euren Rücken auf.